diesem Augenblick wird etwas wach in dir, du spürst es genau. Diese geheimnisvolle Kraft, die dich jetzt überfällt, dich umschlingt, das ist er. Das ist Belphegor, das bist du. Ich sehe Blut, Monsieur Ike. Jawohl, Blut und gemeine Verbrechen. Lassen Sie mich in Ruhe. Erlösen Sie mich von diesem Albtraum. Nehmen Sie ihn mir, Sie können es. Ich weiß nichts. Wissen Sie, wer Belphegor bei den Alten war? Nein. Der Gott der Arglist und der Bosheit. Aha. Ich glaube, dass damit ein Kapitel in dieser Geschichte beendet ist. Jeder weitere Schlag wird tödlich sein. Belphegor wird nie zulassen, dass mir ein Nagel kommt wird. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Er hat zu viel Respekt vor mir. Aber immer dann, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis eintritt und ihn weckt, ist er verschwunden. Man wird ihn niemals im Louvre fangen. Er ist im Louvre zu Hause. Ich will Sie nicht mehr hier sehen. Kapiert? Sonst sperre ich Sie ein. Jetzt weiß ich alles. Was ist? Aber ich kann nichts sagen. Habe ich dich endlich erwischt, Belphegor. Los, Hände hoch. Ich schwöre dir, dass ich schieße. Du willst nicht. Wie du meinst. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Hast du es dir gut überlegt?